Wenn du die nicht heilst, dann gibst du die Wunden weiter, ohne es zu merken. Und so viele Frauen, die in ihrem goldenen Käfig sitzen und so frustriert und sie sagen so, meine Kinder kriegen davon nichts mit, ich funktioniere perfekt, ich mache das alles so super, ich kümmere mich um alles, immer alles perfekt geregelt, alle Tupperdosen perfekt gepackt, alle Kuchen perfekt gebacken, ich mache andauernd hier Feste und Dinge. Das, was du tust und sagst, es wird nicht hängen bleiben bei deinen Kindern. Aber die Energie dahinter, dessen du dir eventuell noch nicht mal bewusst bist, das ist das, was sich vermittelt. Und deine Kinder haben vielleicht ein extremes Stresslevel, weil du ohne es zu merken dein ganzes Unglück wie ein Radiosender so rausschickst und behauptest dann so vollkommen losgelöst von der Realität Dinge wie, die merken es nicht, die kriegen das nicht mit. Your vibe can't lie. Deine Frequenz, deine Energie spricht immer die Wahrheit. Deine Kinder sind in Symbiose mit dir. Deine Kinder spüren und merken alles. Du kannst deinem Partner nur auf der Ebene begegnen, auf der du dir bereits selbst begegnet bist. It's an inside job, ja? Sorry für das viele Dinglisch heute, aber manche Dinge, und das ist auch wieder eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, Mensch, kannst du es nicht auf Deutsch ausdrücken? Die Antwort lautet nein, kann ich nicht. Weil manche Dinge haben eine andere Frequenz, einen anderen Sound, eine andere Schönheit, an die ich anzapfen möchte, wenn ich sie auf einer anderen Sprache sage. Und halte ich mich schon echt zurück, weil ich weiß, okay, mein Hauptanliegen ist es ja auch, verstanden zu werden, aber ich weiß, diejenigen, die mich finden, die resonieren auch damit. Dein Weg betrifft lange nur nicht dich alleine. Und meine Klientin sagte mir gerade, Monate später hat sie gedacht so, Debbie, was ist das eigentlich? Sie meinte, wir verändern ja die Welt gemeinsam. Und ich so, ja! Ja, sie meinte, meine Kinder sind jetzt anders, die nehmen mich anders wahr als Mama, die gehen anders in ihre Welt, mein Partner geht anders in seine Welt und auch der wiederum hat ja die ganzen Menschen, die er berührt, er geht anders mit seinen Mitarbeitern, die gehen vielleicht anders mit, weil dieses Licht und das ist der Ripple, den wir in die Welt bringen. Und die Welt verändert man nicht von seinem Sofa aus, indem man Nachrichten guckt und sagt, falsch, das ist alles nicht richtig, uiuiui, das ist schrecklich, das ist ungerecht. Gibt es Schrecken und Ungerechtigkeit auf der Welt? Ja. Ist der Weg, vor deinem Fernseher zu sitzen und zu lamentieren, die Welt zu verändern? Nein. Die Welt veränderst du, indem du in dich reingehst und deine Wunden heilst und dich damit dazu ermächtigst, deine Waffen abzurüsten und in die Welt zu gehen, mit deiner Softpower, verletzlich und klar, wählend, was du in deiner Welt haben möchtest und was nicht. Das ist wirklich ein epischer Weg, den du da gehst. Und das ist das größte, größte, größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, der Beziehung zu allen Menschen in deinem Leben. Du rippelst diesen inneren Frieden und diese emotionale Freiheit in deine Welt. Und wenn das dann deine Kinder, deine Nachbarn, deine Freunde, deinen Partner mitbekommen und sich inspirieren an dir und auch beginnen, so zu denken, sich so zu öffnen, deine Sichtweise auf die Dinge zu übernehmen, ohne dass du predigst, missionierst, so deine Wahrheit dozierst, sondern du gehst raus und lebst sie und du inspirierst damit Menschen, von denen du noch nicht mal wusstest, dass sie gucken. Da kommen manchmal Menschen auf mich zu, das ist mir hier schon ein paar Mal passiert in meinem Viertel, dass Menschen, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, auf mich zukommen und sagen, ich kenne dich aus den sozialen Medien. Und ich, also mir ist dieser Fame-Faktor also vollkommen egal, aber das, was mich sehr berührt, ist, dass diese Person sagt, du begleitest mich in meinem Tag. Guck mal, wir haben heute eine Ivy hier, die was gerade Extremes vor sich hat. Und die als allerletztes erstmal in dieser Energie badet, bevor das bei ihr losgeht. Wie wunderschön ist das. Und du bist dafür verantwortlich, diesen Weg anzutreten. Keiner kommt. Keiner kommt, der dir sagt, so, jetzt geht's los und so, die Formulare sind schon ausgefüllt. Du triffst diese Entscheidung. Und wir leben in einer Zeit, da kann man auch Social Media und so weiter verteufeln. Oder man kann sagen, also ich auf meiner Seite nutze das so positiv, so heilsam,
so friedensbringend, wie es nur möglich ist. Ich hätte in den Zeiten von Sokrates es vielleicht geschafft, 21 Menschen am Marktplatz zu versammeln und zu sagen, wir reden heute über Selbstliebe, wer möchte zuhören? Und jetzt hier auf diesem Kanal hat man die Möglichkeit, so viel Impact aufzubauen, so viele Menschen zu berühren, ja, in das Leben, in die Psyche, in das energetische System, ins Herz von so vielen Menschen zu kommen, und zwar nicht mit deinem Wissen. Wissen hier oben ist, wird dich clever machen, aber niemals glücklich. Es geht darum, dein Wissen zu gelebter Weisheit zu machen und dann über diese Herzenspower, die du dann aktivierst, andere Menschen zu erreichen. Wer kennt es aus der Uni, aus der Schulzeit, irgendwelche Lehrer, die wirklich ausgebildet waren, die richtig fachlich was auf dem Kasten hatten? Und das waren körperliche Schmerzen zuzuhören. Man hat 37 Mal in einer Stunde gegähnt oder hat echt gedacht, boah, ich bräuchte hier so Zahnstocher, um die Augen aufzuwachen. Es war so langweilig. Warum ist das so? Weil Beziehung ist die Brücke von Wissen zu vermitteln. Dass dein Wissen zu vermitteln, dass dein Wissen erstmal in dein Herz kommt und dadurch auch das Herz deines Gegenübers erreichen kann. Wenn man so außergewöhnlichen Lehrern wie na, Vera Birkenbiel zum Beispiel zuhört, was ist denn das für eine geniale Vorlesung? Da, also ich meine ganz ehrlich, wie unfassbar hört man da bitte zu, wenn jemand von Herz zu Herz vermittelt, weil du diese Person spürst im Herzen. Und es sind nicht Systeme, die Menschen helfen, sondern Menschen helfen Menschen. Deswegen such dir, hallo Susi, du Wundervolle. Deswegen, wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der dich begleitet, meine Art und Weise in die Welt zu gehen. Ich gucke, wie ist diese Person fachlich? Mit welchem Skillset arbeitet sie und mit welcher Methode? Das muss mit mir intellektuell resonieren, sonst ist Game Over, dann bin ich raus. Ich bin raus, wenn jemand sagt so, ja, wir gehen in den Wald und verbinden uns mit der Baumrinde, weil dann, ich bin raus. Oder jemand, der sagt, ja, wir wollen emotionale Wunden mit der Psychoanalytik, ich bin raus, weil das nicht mit meiner Wahrheit resoniert. Du kannst nicht hier oben mit geistiger Arbeit und psychischem Intellekt Wunden erreichen und heilen, die ganz woanders sitzen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also, Menschen helfen Menschen und nicht Systeme helfen Menschen. Deswegen such dir jemanden aus, mit dem du top resonierst, mit dem du in absolute Resonanz gehst und bei dem dein Gefühl dir schon sagt, das ist die richtige Person für mich. Und wenn du die dann hast, dann darf natürlich ihr System oder sein System auch mit dir resonieren.